war damals schwanger mit dem zweiten Kind und hatte irgendwie das Gefühl, dass ich Sammy nicht mehr so gerecht werden kann mit großen Spaziergängen, Kopftraining, Hundeschule, Sportarten, die wir mit ihm gemacht haben. Und dann dachten wir, vielleicht wäre es sinnvoll, uns irgendwie Unterstützung zu holen und sind dann auf Recherche gegangen. Genau. Ja. Wir haben uns einfach informiert, haben mal gegoogelt, wie schaffen wir es, dass jemand auf unseren Hund und sich noch vielleicht mit drum kümmert. Gibt es da irgendwelche Portale? Und da sind wir relativ schnell auf Hundeweg gestoßen, haben uns da angemeldet und irgendwann war es dann so, dass sich die Boa gemeldet hat. Also es ist ein super Ausgleich zu meinem Bürojob, den ich hauptberuflich ausübe. Und alles ist besser als Fitnessstudio. Und darum habe ich bei Hundelieb reingeguckt. Und so kam ich zu Sammy und Nicole war das erste Mal nur da und irgendwie über die Tochter sind wir auch ziemlich schnell aufeinander gekommen und haben uns auch recht locker unterhalten können. Waren, glaube ich, auch ziemlich schnell beim Du, ja, wenn ich mich recht erinnere. Auch. Ja, ich glaube, ja, wir sind eine Runde spazieren gegangen. Das lockert, genau. Ich habe dir, glaube ich, Sammy gleich in die Hand gedrückt. Ja, genau. Mit Karre. Mit Karre und Josephine raus. Genau, genau. Und du hast dann Sammy. Genau. Und es lief gut und gerne immer wieder, immer mehr. Und mittlerweile hat er sich auch schon ganz gut eingewöhnt. Und faszinierend ist zu sehen, dass in dem letzten Jahr, würde ich sagen, das ist aber auch durch die Kinder, wenn es klingelt, dann freuen die sich immer, wenn immer jemand kommt. Und Sammy freut sich jetzt auch. Früher war es klingelt und es war jetzt nicht so wichtig. Und jetzt klingelt es und jetzt läuft er doch dann auch mal zur Tür. Ja, aber meistens ist es für ihn. Alle laufen dann immer zur Tür. Hund und Kind. Das heißt nicht.